Ja, schönen guten Tag. Und heute geht es um einen nur wirklich sehr wichtigen Begriff, den Begriff der Empathie. Das ist ja so ein bisschen der Holy Grail der Pflege, ja, weil man ja Pflegenden ja quasi substanziell Empathiefähigkeit zuschreibt, also eine entscheidende Schlüsselfähigkeit. Allerdings unterscheidet man da seit vielen Jahren zwischen, so nennt man das, emotionaler und kognitiver Empathie. Und das geht auf Carl Rogers zurück, der im Rahmen der Psychotherapie Empathie so verstand, dass man den Klienten wahrnimmt, wie wenn er, also wie wenn die Innenwelt des anderen die eigene wäre, ohne jemals aus dem Blick zu verlieren, dass dem ja nicht so ist. Ja, und das ermöglicht es, die emotionalen Komponenten der Innenwelt des anderen zu erspüren, aber sich nicht mit ihm zu identifizieren. Und diese Identifizierung, das wäre dann die sogenannte emotionale oder affektive Empathie. Naja, also der Pflegende, so ist die Idee, der soll nicht mitleiden, aber mitfühlen. Er soll also ja eine kognitive Empathie, eine distanzierte Form des Einfühlens praktizieren, aber sich nicht in der Binnenwelt des anderen, also im Hineinbegeben oder angesteckt werden, wie man das so nennen kann. Ja, die Autoren, die sich jetzt hier mit diesem Empathiebegriff befasst haben, die sagen, naja, also das ist ein Begriff, den hat man so in der Psychotherapie entwickelt und eignet er sich wirklich für die Pflege, also ist das für die Pflege eigentlich ein adäquater Begriff. Und die schlagen einen anderen Begriff vor, den nennen sie basale Empathie. Und unter basaler Empathie verstehen sie etwas, das weder jetzt affektiv rein ist noch kognitiv, sondern die sagen, also wir nehmen eigentlich die Gefühle anderer Menschen ganz unmittelbar wahr. Also die Autoren schlagen einen neuen Begriff vor, den nennen sie basale Empathie. Und darunter verstehen sie etwas, das dieser Dichotomie von emotional und kognitiv nicht so sehr entspricht. Sie meinen also, wir nehmen die Affekte anderer Menschen unmittelbar wahr, ohne dass wir das Gefühl haben, dass deren Gefühle unsere sind. Das heißt also ohne Identifikation. Und es handelt sich dabei um verkörperlichte Emotionen oder sogenannte Affektansteckungen, die in uns auch über die Spiegelneurone Gefühle und auch körperliche Reaktionen hervorrufen, aber immer in dem Gefühl, dass das ja mein Gefühl ist und nicht sein Gefühl ist. Also ich habe auch körperliche Reaktionen, wenn ich ein Gefühl teile, ohne dass ich mich deswegen mit dem anderen identifiziere. Ja, so als Beispiel sagen Sie, also da habe ich jetzt ein Kind und das Kind hat Angst vom Hund und der Erwachsene, der dabei ist, der spürt genau, dass das Kind Angst hat, ohne dass er selber Angst hat. Oder vielleicht sogar ohne, dass er jemals Angst vom Hund gehabt hat. Also Bedeutung ist, man kann eine Empfindung eines anderen Menschen teilen, ohne dass man diese Empfindung jemals gehabt hat. Man kann Empathie für etwas empfinden, ohne dass man dieses Etwas jemals selber gehabt hat. Gut. Ja, das ist so die Idee, dass man sich im Grunde genommen Gefühle nicht erschließen muss über etwas Kognitives, aber dass man diese Gefühle auch nicht unbedingt teilt im Sinne der emotionalen Empathie. Und deswegen sagen Sie, das, was der Rogers da definiert, ist eigentlich so etwas wie ein psychotherapeutischer Sonderfall, der auch nur dort angemessen ist. Ja? Und diese basale Empathie, die Pflegende haben, die kann blockiert werden, zum Beispiel durch eine sehr funktionale Pflegeumgebung, wo das nur nicht erwünscht ist. Oder man kann sie fördern, indem man zum Beispiel den Pflegenden Gelegenheiten gibt, sich mit den individuellen Facetten und Nuancen des Leidens eines anderen Menschen mehr auseinanderzusetzen. Also die basale Empathie kann gefördert werden oder blockiert werden, aber sie ist weder etwas rein Kognitives, also Schlussfolgerndes, noch teile ich die Gefühle des anderen, wenn ich diese basale Empathie habe. Dabei ist diese basale Empathie keinesfalls irrtumsfrei, also man kann sich dabei auch täuschen.
Zum Beispiel in der Form, dass in der Regel Pflegende die Befindlichkeit eines kranken Menschen als sehr viel gravierender einschätzen als der Kranke selbst, das sogenannte Disability Paradox. Ja, das ist ja bekannt, können Sie mal nachlesen in dem Text, was das heißt. Und je weniger man, sagen wir mal, ich habe eine körperliche Ansteckung und eben ich fühle sozusagen das Gefühl des anderen, ohne mich zu identifizieren. Aber wenn ich das sprachlich nicht mehr absichern kann, wie das oft bei psychischen Erkrankungen der Fall ist, dann ist die Irrtumswahrscheinlichkeit natürlich auch größer. Gut, einen interessanten Aspekt, den die beiden Autoren noch betonen, ist, Empathie ist auch etwas Wechselseitiges. Das heißt, dem einen obliegt die Pflicht der Offenheit, Aufmerksamkeit und Neugierde. Also ich muss mich schon für den anderen interessieren und offen sein. Der andere hat aber auch die Pflicht, wenn man das so sagen möchte, sich authentisch und differenziert zu äußern. Und insofern ist Empathie auch sowas wie eine Koproduktion. Also beide wirken daran mit, so etwas wie die Möglichkeit der Empathie entstehen zu lassen. Und dies wiederum, Misstrauen abzubauen, Vertrauen aufzubauen, sich Zeit zu nehmen, die Innenwelt des anderen zu erkunden, das kann durchaus gelernt werden. Also Beziehungsaufbau kann gelernt werden und damit ist auch durchaus basale Empathie entwicklungsfähig. Soweit mal die Autoren. Persönlich bin ich nicht so sicher, ob das so der Endpunkt der Diskussion ist. Also ob die Autoren den Begriff der Empathie durch diesen Begriff der basalen Empathie wirklich sehr gut erfasst haben. Dazu sehen Sie in dem schriftlichen Text, den ich Ihnen schicke, so ein paar Bemerkungen. Persönlich bin ich eher der Auffassung, dass kognitive Prozesse in der basalen Empathie immer mit drin sind. Das heißt, jemand zu verstehen ist niemals nur auf der Ebene der basalen oder affektiven Ansteckung zu sehen, sondern ist auch immer ein Prozess des Einordnens, des Verstehens, des Begreifens. Und von daher ist meine persönliche Auffassung, dass das, was Carl Rogers beschrieben hat, dass das immer mit zur Empathie gehört. Ja, sogar, dass es mit der seelischen Gesundheit eines Menschen wesentlich zusammenhängt, die Gefühle eines anderen Menschen auch kognitiv einordnen und verstehen zu können. Dazu sehen Sie in meinem persönlichen Fazit ein paar Anmerkungen unter dem Begriff Mentalisierung. Ja, ich finde den Begriff der Empathie sehr spannend und sehr wichtig, auch so für die gesamte Diskussion des personenzentrierten Ansatzes. Hier nur ein paar Hinweise. Schauen Sie sich die schriftliche Ausführung an, da können Sie das nochmal detailliert nachlesen. Gucken Sie auch in unseren Blog rein, das heißt die verschiedenen anderen Veröffentlichungen und Themen, die wir so betreiben. Und wenn Sie kritische Kommentare haben zu dem, was wir so machen, bitte melden Sie sich. Wir freuen uns über jeden Beitrag und beantworten ihn auch. Bis dahin, alles Gute, Christian Müller-Hergel.